Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Plenum TV, Ihrem Politmagazin für Niederbayern. Der Oktober ist fast schon wieder vorbei und dieser Monat hatte viele Themen für Bayerns Politiker bereitgestellt. So befassen wir uns in dieser Ausgabe mit dem Neonazi-Richter aus Lichtenfels. Staatsministerin Ilse Aigner hält ihre Regierungserklärung mit dem Titel Energie für Bayern sicher, bezahlbar, sauber. Und wir beschäftigen uns mit der Mathematikschwäche bei Bayerns Schülern. Kopfschütteln, Unverständnis. Die Reaktionen auf den Fall Mike B. waren ziemlich einstimmig. Wie kann es sein, dass sich der ehemalige Sänger einer Neonazi-Band aus Brandenburg in Bayern als Richter bewerben kann und dann sogar dem Amtsgericht Lichtenfels auf Probe zugewiesen wird? Während in München die zuständigen Ministerien über den Fall beraten, stand in Oberfranken in der vergangenen Woche der Richter selbst im Fokus. Mike B. hat bereits den Dienst quittiert. Die Band Hassgesang. An der rechten Gesinnung der Brandenburger Musiker gibt es nichts zu deuteln. Deswegen steht sie auch unter Beobachtung des dortigen Verfassungsschutzes. Ende letzten Jahres wird der Sänger der Band, der 28-jährige Mike B., hier Familienrichter auf Probe am Amtsgericht Lichtenfels. Unfassbar finden die Menschen dort. Ja, ich kenne den Mann zwar nicht, aber ich frage mich, wie der so einen Posten bekommt. Was soll man sagen? Unbegreiflich. Kann man ja, wollen wir mal sagen, unbegreiflich. Das andere Wort kann man nicht öffentlich sagen. Die zuständigen Behörden geraten in Erklärungsnot. Der Verfassungsschutz teilt mit, man habe im Februar vom Umzug Mike B.s nach Bayern erfahren. Die Behörde wusste aber nichts von dessen Absicht, Richter werden zu wollen. Eine Meldung ans Justizministerium blieb aus. Das Ministerium selbst hätte beim Verfassungsschutz anfragen müssen. Dazu hätte Mike B. wiederum aber in seiner Bewerbung Angaben zu seiner Vergangenheit als Sänger und Aktivist in der rechten Szene machen müssen. Wer sich für den Bayerischen Justizdienst bewirbt, muss eine Erklärung zur Verfassungstreue abgeben und einen Fragebogen zur Verfassungstreue ausfüllen. Darüber hinaus wird vor Einstellung eines Richters oder einer Richterin ein Auszug aus dem Bundeszentralregister, populär gesagt Strafregister, eingeholt, um festzustellen, ob irgendwelche strafrechtlichen Vorahnungen vorhanden sind. Mike B. fällt, salopp gesagt, durchs Raster. Ein System, das auf Gutgläubigkeit beruht, findet der Lichtenfelser Bürgermeister Andreas Hügerich. Glauben Sie wirklich, dass da jemand dann die komplette Wahrheit und sagt, du, ich hab da noch was, das wollte ich euch noch mitteilen. Also darauf, glaube ich, brauchen wir uns nicht stützen, brauchen wir auch nicht hoffen. Mike B. fliegt nur durch Zufall auf. Ein Bayreuther Polizeibeamter wird bei seinem Namen stutzig, als der 28-Jährige eine Anzeige aufgibt und meldet sich beim Verfassungsschutz. Sowohl Bayerns Innenminister Joachim Herrmann als auch Justizminister Winfried Bausback sprechen sich nun für die Wiedereinführung der Regelanfrage aus. Soll heißen, jeder Staatsdiener würde pauschal vom Verfassungsschutz überprüft. Im Landtag herrscht darüber Diskussionsbedarf. Also meine ganz persönliche Meinung dazu ist, nachdem ich aufgescheucht bin, dass eine Regelanfrage im Grunde eigentlich sinnvoll wäre, sie im Verfassungsschutz auch wieder einzuführen. Dass man wieder zu der Schnüffelpraxis zurückkehrt und die Leute vorher alle abcheckt und befragt, die Zeiten sind vorbei. Ich denke doch, dass man den Hinweisen nachgehen sollte, wenn man welche hat. Das ist wesentlich konsequenter. Mike B. selbst wird am letzten Dienstag vom Präsident des Oberlandesgerichts Bamberg angehört. Er bittet selbst um seine Entlassung, die noch am Dienstagabend offiziell wird. Die juristische Karriere des 28-Jährigen in Bayern ist nunmehr vorbei. Die Diskussion um die Regelanfrage steht aber erst am Anfang. Am 11. März findet in Oberfranken eine Besprechung aller Sicherheitsbehörden statt, wo über diesen Namen geredet wird, wo ausdrücklich geredet wird, kennt den jemand, wir müssen gemeinsam Verfassungsschutz und Polizei drangehen, wo taucht er auf, was macht er, welchen Beruf geht er nach, mit klarem Ermittlungsauftrag an alle. Dass dieser Ermittlungsauftrag dann zunächst einmal nicht erfolgreich sozusagen umgesetzt war, das ist in der Tat die Panne. Aber zu behaupten, es sei da nichts gemacht worden oder man habe das verschlafen, ist halt einfach grober Unfug. Und da bitte ich schon ein bisschen besser zu differenzieren. Ja? So. Und ich habe Ihnen gesagt, da ist versucht worden, den Beruf zu ermitteln, da ist die rechtsradikale Szene beobachtet worden und dergleichen. So, jetzt müssen wir daraus lernen. Wie muss er das in Zukunft noch besser machen? Gar keine Frage. Aber ich bleibe trotzdem bei der Bewertung, das ist im Einzelfall eine Panne, aber ich kann von der Struktur her nicht erkennen, dass es nicht richtig ist. Die haben sich zusammengesetzt.
Wie steht es um Bayerns Energiepolitik? Knapp ein Jahr nach der Wahl steht Wirtschafts- und Technologieministerin Ilse Aigner den Abgeordneten Rede und Antwort. Das Thema ihrer Regierungserklärung: Energie für Bayern. Sicher, bezahlbar, sauber. Ob dies auch bei der Opposition Anklang findet, sehen Sie selbst. Ich stehe zu 100% hinter der Energiewende. Es ist lohnend für unser Land und es ist ein großartiges Projekt, das wir auch zum Erfolg führen wollen. Aber es kann nur Erfolg haben, wenn wir dementsprechend auch die richtigen Projekte zeitgerecht in der richtigen Reihenfolge angehen. Es wird von allen etwas Kompromissbereitschaft natürlich auch einfordern. Es wird keine hundertprozentig zentrale oder auch keine hundertprozentig dezentrale Versorgung geben. Es wird nicht 100% Autarkie, aber eben auch nicht 100% Abhängigkeit von anderen bedeuten. Und es wird letztendlich auch vielleicht nicht 100% ökologisch, aber auch nicht 100% kostengünstig sein. Wir müssen hier wirklich die vernünftige Mitte finden. Wir hätten die Möglichkeit, ein Pumpspeicherkraftwerk zu machen in Riedl bei Jochenstein. Wir haben die Möglichkeit in Pleinting, da ist ein Standort schon für ein Heizkraftwerk, also für ein Ölkraftwerk, das kann man umwandeln, umbauen auf ein Gasdampfkraftwerk modernster Technologie. Alles da, wunderbar, die Leitungen stehen. Wir hätten die Möglichkeit, natürlich Biomasse noch etwas auszubauen und wir haben die Möglichkeit, die Wasserkraft durch Reform, durch neue Turbinen stärker auszubauen. All das haben wir in der Region plus Geothermie. Man kann ja nicht nur das Thermalwasser im Bad Griesbach, im Bäderdreieck genießen, sondern man kann das auch ökonomisch noch nutzen für die Energieversorgung. Also wir hätten quasi ein Experimentierfeld ersten Ranges, aber man muss wissen, wo geht die Reise hin und wie sieht für die jeweiligen Investoren auf 20, 25 Jahre die Rendite aus. Weil wenn sich partout nicht rentiert, dann macht es keiner. Also mal ganz wichtig ist, nicht nur in unserem Kreis, sondern auch in Bayern, sind einmal, ich sage mal, die Bedarfsermittlungen Gaskraftwerke. Also ich glaube, da mittelfristig kommen wir da nicht drum herum, weil man eben auch sagt, Windkraft, also ich bin da jetzt nicht so ein Fan von Windkraft, sage ich jetzt einmal, weil die auch erwiesen nachhaltig noch nicht wirtschaftlich arbeiten und insgesamt nur einen kleinen Part übernehmen in der Energiewende. Also brauchen wir, glaube ich, die große Lösung, wo jeder Bereich mit reinspielt. Aber ich denke, Gaskraftwerke wird ein ganz wichtiger Baustein werden. Wir haben das Glück in Bayern, dass wir sehr viel Wasserkraft zum Beispiel haben, das jetzt, wenn es denn schon irgendwo funktioniert, einen großen Anteil einnimmt bei uns. Natürlich wünsche ich mir ohne Atomkraft den Strom, das ist ganz klar. Also wir müssen alle Ressourcen, die wir haben, also vom Wasser angefangen, Wind, Sonne, alles nutzen und da ist Bayern sicherlich privilegiert. Da haben wir viele Möglichkeiten, aber da muss halt ein Zusammenwirken von ganz klein bis ganz groß, also was auch die Anlagen anbelangt, muss erfolgen und da muss man halt, aber hätte man vielleicht schon längst anfangen sollen. Wir haben ja sowieso einen großen Teil weit über 100% erneuerbare Energien. Wir haben sehr viel Wasserkraft natürlich, ein bisschen Windkraft ist jetzt unbedeutend, aber sehr hohen Photovoltaikanteil. Und bei uns ist Hauptthema ist einfach Grundlastsicherung, das heißt also Energiespeicherung und das wird die große Herausforderung grundsätzlich werden. Da gibt es gute Ansätze schon, aber da brauchen wir noch einiges. Wir haben ja auch bei uns dieses Thema Riedl, dieser Pumpspeicherkraftwerk, die sind ja jetzt nicht mehr so interessant. Hier läuft das Planfeststellungsverfahren. Ich weiß nicht, ob das noch vollzogen wird. Aus meiner Sicht ist aber momentan, gibt es wahrscheinlich noch gar keine Alternativen dazu. Kommen wir zu einem anderen Thema, den Verdacht auf Wahlbetrug. Schon kurz nach der Kommunalwahl keimte der Verdacht auf, dass bei der Abstimmung in Geißelhöring bei Straubing nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Die übergeordneten Behörden ermittelten, auch die Staatsanwaltschaft war an der Untersuchung beteiligt und wurde fündig. Ein Skandal für Bayerns Politik, den es auch im Bayerischen Landtag zu ergründen gilt. Es war keine große Überraschung mehr. Aber seit Anfang des Monats haben die Geiselhöringer Gewissheit. Die Kommunalwahlen in der 7000 Einwohnergemeinde waren gefälscht. Das haben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben. 350 Stimmzettel, vor allem von Erntehelfern, hätten bei der Wahl nicht berücksichtigt werden dürfen. Angesichts der Informationen, die bisher schon in der Presse waren, habe ich eigentlich damit gerechnet. Von der Reaktion her ist es so, dass ich froh bin, dass jetzt eine Entscheidung da ist und dass wir wissen, wie es weitergeht letztendlich, wo es die nächsten Schritte sind für uns in Geiselhöring.
Der wohl zu Unrecht abgewählte ehemalige Bürgermeister Bernhard Grempel hat nun Genugtuung. Die Ermittlungen haben seinen Verdacht bestätigt. Mir wurde ja vieles vorgeworfen. Schlechter Verlierer war noch das, ja, die schönere Aussage. Ich glaube, es geht nicht nur um mich oder um die Stadträte der Freien Wähler. Die sind ja auch betrogen worden, in dem Sinn, dass wir mindestens 2 Sitze mehr hätten. Sondern es geht um die Bürger. Die Bürger, jeder einzelne Bürger ist hier betrogen worden. Das muss man sich mal klar herausfiltern. Seit Zugang der Bescheide sind nun alle im März gewählten Kreisräte, Stadträte und der Bürgermeister in Geiselhöring ihre Ämter enthoben. Wer den 16-seitigen Bescheid der Regierung von Niederbayern liest, dem wird klar, der Wahlbetrug muss von langer Hand geplant gewesen sein. Da wurden Briefwahlunterlagen für Erntehelfer angefordert, die zum Zeitpunkt der Wahl gar nicht in Deutschland lebten. Oder aber sie waren in Geiselhöring gemeldet, wohnten aber im Nachbarlandkreis. Die Regierung zitiert aus den Zeugenvernehmungen der Kripo Passau. AC ist erst Ende Mai nach Deutschland gekommen. CM hat immer in Schaffhöfen im Landkreis Regensburg gewohnt und das Haus in der Bahnhofstraße, bei dem sie gemeldet war, noch nie gesehen. Dieses Haus spielt im Bescheid auch eine größere Rolle. Von Januar bis März waren hier 46 Personen gemeldet, 45 haben laut Abstimmungsvermerk gewählt. Nach Aussage der Miteigentümerin des Hauses hat hier aber seit August 2013 niemand mehr gewohnt. Vor allem nicht im Winter, da die Heizung fehlt. Und ein Rumäne, der hier gemeldet war, hat auch bestätigt, dass er hier nie gelebt hat. Ein Erntehelfer sagte aus, dass er die Wahlunterlagen im Ausland unterschrieben und dann einem Kurier mitgegeben habe. Auch andere bestätigen in den Vernehmungen, dass sie, wenn überhaupt, nur die Wahlscheine unterschrieben, aber keine Stimmzettel ausgefüllt hätten. TC sagte, den Wahlschein hat er unterschrieben. Die Stimmzettel hat er nicht ausgefüllt. Den Wahlschein und die Blankostimmzettel hat er ins Kuvert gesteckt und dem Busfahrer nach Deutschland mitgegeben. Die Liste lässt sich anhand der Auszüge aus den Vernehmungsprotokollen noch beliebig fortsetzen. Die Folgen für die Politik im Landkreis Straubing-Bogen sind klar. 3 Wahlen müssen nun wiederholt werden. Die Kreistagswahlen definitiv auch landkreisweit. Auch das ist mit den Bescheiden nun geklärt. Und irgendjemand wird für den massiven Wahlbetrug wohl auch noch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden müssen. Wer? Das müssen nun die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zeigen. Rechtschreibung und Mathematik. 2 Kernkompetenzen, die Bayerns Schüler immer weniger beherrschen. Dabei bauen viele Fächer zum Beispiel auf den Grundkenntnissen der Grundschulmathematik auf. Die Folge? Schlechte Noten in Mathematik ziehen sich durch die komplette Schullaufbahn. Dem möchte der Landtag jetzt entgegentreten. Die Politiker setzen auf die vorschulische und schulische Förderung des Unterrichts. Je früher man damit anfängt, dieser Rechenschwäche zu begegnen, umso besser ist es. Ich denke, man könnte schon im Kindergarten beginnen oder halt dann in der Grundschule. Hier gibt es ja bereits im Kindergartenbereich entsprechende Zusatzangebote an Kinder mit intensiver Betreuung durch entsprechendes Fachpersonal, das jetzt auch außerhalb von dem Kindergartenpersonal geholt werden kann, um eben diese Schwächen frühestmöglich anzugehen. Wir Freien Wähler sind der Überzeugung, dass die frühkindliche Förderung, egal auf welchem Gebiet, besser ist, als nachher Fehler zu korrigieren. Und wir sehen einfach auch, dass bei dem Thema Rechenschwäche es auf alle Fälle angezeigt ist, möglichst frühzeitig Probleme zu erkennen und individuell gegenzusteuern. Rechnen oder Mathematik war auch nie mein Lieblingsfach. Ich bin auch nicht Mathematikerin geworden, muss auch nicht jeder Mathematiker werden. Aber ich meine, dass es durchaus auch Möglichkeiten gibt, Kinder gezielt zu fördern. Und wenn man das eben frühzeitig merkt, dass halt einfach Kinder Probleme haben mit Zahlen und mit Mengen, dann gibt es Förderprogramme, dann muss man einfach auch die Schulstunden entsprechend ausweiten, um halt auch alle Kinder und später Erwachsene in die Lage zu versetzen, zu erkennen, ob irgendjemand mich bei der Restaurantrechnung dann über den Tisch ziehen möchte oder nicht. Das war wieder Plenum TV, das Magazin im Oktober für Niederbayern. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie Politik hautnah erleben wollen, dann öffnet das Parlament seine Pforten am 8. November. Das war's jetzt aber wirklich. Bis dahin, ciao, servus.